Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich war im Edeka shoppen. Ich habe so einiges gebraucht und was ich so Schönes geholt habe, das zeige ich euch jetzt. Wir fangen direkt an mit einem Eisbergsalat. Der war für 99 Cent, genau, im Angebot. Dann habe ich mitgenommen Nektarinen. Leute, ihr glaubt es nicht, wie viel Nektarin ich verdrückt habe diesen Sommer. Es ist unglaublich. Die sind so lecker. Ich mag das eh nicht, wenn das so matschig ist. Bei mir dürfen Früchte ruhig noch ein bisschen überreif sein. Dann schmecken die mir richtig gut. Außer Bananen, ne? Die müssen schön weiß sein. Aber Aprikosen und das sind ja Nektarinen, die müssen auch richtig... ja, hart sein. Und dann schmecken die mir richtig gut und die durften natürlich wieder mit. Dann durften Bananen mit. So, war das am Obst? Nein. Ich habe hier noch Äpfel mitgenommen. Süß-säuerlich, weil unsere Äpfel im Garten, die sind alle nichts. Die sind von den Bäumen früher runtergekommen, weil es so trocken ist. Und die schmecken nicht. Also die schmecken überhaupt nicht. Die kann ich höchstens für einen Apfelkuchen benutzen, aber so zum Essen leider nicht. Und ja, und da habe ich mir jetzt hier diese Äpfel mitgenommen. Dann, ich drehe mich einmal um, habe ich mir Blümchen mitgenommen für die Küche. Richtig schön. Ich habe ja so, hatte ich letztes Jahr auch schon in der Küche stehen zur Herbstzeit. Ich habe so zwei Tontöpfe, dann kommen die wieder rein. Die haben sogar nur 99 Cent gekostet, voll günstig. Bei uns im Baumarkt kosten die fast 5 Euro, ja, je nachdem, je nach Größe. Aber von dieser Größe, wenn ich jetzt so überlege, kosten die so 2,49 und im Angebot 1,99 und im Herkules, im Edeka, gibt es sie für 99 Cent. Ja, dann duften mit Silberzwiebeln, die liebt mein Mann, wenn er... Brot ist, dann isst er das ganz gerne dabei und dann dachte ich, komm, nimmst du mal mit. Dann kam natürlich wieder Kaffee mit, Kaffeecreme. Wir holen nur Kaffeecreme. Der normale Kaffee schmeckt uns nicht so gut. So, dann machen wir jetzt mal weiter. Es hat nämlich gerade jemand angerufen. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade war. Ich glaube beim Kaffee, ne? Habe ich euch gezeigt. Wir machen mal weiter und zwar habe ich hier richtig lecker, was heißt lecker, ich bin mal gespannt und zwar von Müller Milch, limitiert Eiskaffee, kennt das jemand? Ich glaube, wie gesagt, das ist neu reingekommen und ja, durfte natürlich auch mit, kostet 99 Cent, ich mache hier mal ein bisschen runter. Ja, dann durfte Bauchfleisch mit, hatte ich drei Scheiben mitgenommen vom Metzger, kommt jetzt auch gleich in den Kühlschrank für 3,60 Euro. Das ging auch, fand ich jetzt auch nicht so teuer, weil die Scheiben sind recht groß. So, jetzt drehe ich mich mal. Dann kam mit einmal Tomatenmark, dann kam wieder Buttermilch mit. Wir lieben Buttermilch, aber die mit Zitrone, die sind so, so lecker. Mit Kirsch mag ich jetzt gar nicht so, weil ich mag diese, habe ich ja schon mal gesagt, ich mag diese Brocken nicht da drin. Oh. Aber gut, das ist ja alles Geschmackssache, ne? Aber das Zitrone müsst ihr mal ausprobieren. Wenn ihr auf Zitrone steht, probiert es gerne mal aus. Dann war die Woche im Angebot, oder ist die Woche im Angebot, Joghurt mit der Ecke, genau, mit der Ecke für 33 Cent, genau. Dann kam mit so Art Monte, nur die Marke gut und günstig, 99 Cent, mit Haselnuss, lecker. Dann kam mit eine Salatgurke. Oh, ich hau immer weiter ab, ne, deswegen... Dann war im Angebot Kuschelweich, da habe ich jetzt mal das Gelbe mitgenommen. Dann durfte zweimal Parmesan-Käse mit, denn bei uns gibt es heute Tomatensauce mit Bauchfleisch. So, mein Mann würfelt das mit Knoblauch und Zwiebelchen
Und dazu Spaghettis und Parmesankäse hat uns gefehlt. Deswegen habe ich mal zwei mitgenommen, weil die sind immer recht günstig, diese kleinen Päckchen. So, dann sind wir auch schon bei den Spaghettis. Da habe ich zwei Stück mitgenommen. Übrigens, wer ein Herkules hat, es gibt jetzt einen Aufsteller, da kostet Sonnenblumenöl 2,50 €. Also husch, husch, schnell hin. Sonnenblumenöl für 2,50 €. Jetzt mache ich hier Werbung. Aber ich konnte jetzt keinen Karton aufreißen. Die haben wahrscheinlich das heute Morgen erst reingefahren. Ja, steht alles auf dem Aufsteller, aber die Kartons sind noch alle zu. Das heißt, morgen werde ich mal hingehen und eine Flasche holen. Vielleicht gibt es sie auch irgendwo schon günstiger, keine Ahnung. Aber bei uns muss ich sagen, für 2,50 € wäre das jetzt das Günstigste. Eier hatte ich dir jetzt schon gezeigt, ich glaube nicht, ne? So, da habe ich einmal Eier, denn ja, ab nächster Woche fange ich wieder richtig schön an, leckere Herbstkuchen zu backen. Werde ich euch auch noch mal zeigen. Ja, dann kam einmal mit Emmentaler, einmal Toastbrot. Dann für mein Zitronenwasser habe ich jetzt wieder Zitrone mitgenommen für 1,99 €. Das ist ein halbes Kilo. Das sind zwei, vier, sind fünf Zitronen drin. Und eine kostet, überlegt euch mal, gut, es ist Bio, die sind auch etwas größer, 1 €. So, hier habe ich fünf Stück für 1,99 €. Also für mich ist Zitrone Zitrone. Ja, also vor allem, ich verwende es ja nur für mein Wasser und da finde ich jetzt, ist kein großer Unterschied. So, dann dadurch, dass unsere Marmelade immer schimmelig wird, weil ich mag keine Marmelade, ich esse schon mal, aber ganz selten. Mein Mann liebt gern Chili, mein Sohn isst gerne Marmelade und da habe ich mir gedacht, da das so selten gegessen wird, ja, vielleicht mal morgens auf dem Toastbrot, aber das war's, wenn überhaupt, habe ich jetzt hier mal diese kleinen Päckchen mitgenommen. Wenn man eins aufmacht und dann isst man vielleicht ein Brötchen oder zwei, dann ist das leer, dann kann man das entsorgen, wisst ihr? Und dann muss man nicht unnötig Sachen wegschmeißen. Und wie ihr hier sehen könnt, genau, gibt es verschiedene Sorten. Und zwar Pflaumenmus, Sauerkirsch, Aprikose, Erdbeer, Pfirsich, Maracuja. Also es ist wirklich alles dabei. Ja, für, was hatte ich gesagt, 1,79 € oder sogar noch günstiger. So, dann kam mit eine große Dose Tomate und eine kleine. Das ist heute zum Mittag. Dann kam einmal hier ein ganz normales Roggenmischbrot mit und zum guten Schluss kam nochmal Nutella mit. Ja, dann war ich noch ganz schnell im DM, weil ich habe auf Instagram habe ich was gesehen und die liebe Heike, die hat das gezeigt und da musste ich natürlich heute gleich hin. Liebe Heike, ich habe jetzt auch beim DM gibt es jetzt hier diese, ja, wo man Spüli auffüllen kann, diese Behälter, finde ich ganz schön, habe ich mir jetzt auch gekauft. Ja. Dankeschön, liebe Heike, weil sonst wäre ich nie darauf gekommen oder hätte nie darauf geachtet. Obwohl, die haben jetzt bei uns einen Aufsteller und da gibt es noch ganz viele. Kostet 1,89 € mit dem Aufdruck Spüli. Und ich finde das richtig toll zum Abfüllen mit diesen Pumpflaschen. Ist zwar Plastik, klar, man bekommt es bei Amazon aus Glas. Ach, man kriegt viel schönere, ja, Behälter, aber für 89 Cent. Finde ich, sieht es doch eigentlich schon irgendwie edel aus, ne? Ist auswaschbar, perfekt. Ja, ihr Lieben, das war mein Food-Haul für heute und am Donnerstag geht's endlich los mit meinen Herbstvideos. Ich freue mich mega. Ich habe sogar schon eins abgedreht. Ja, lasst euch einfach mal überraschen. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Abonnieren nicht vergessen. Wirklich kostenlos und natürlich freiwillig. Ein Däumchen nach oben, einen lieben Kommentar, da freue ich mich natürlich sehr.
Und ich würde sagen, bis Donnerstag. Ciao, ciao.